Wohnungsmietverträge in Japan sind berüchtigt dafür, dass sie am Anfang bei Abschluss des Mietvertrags extrem teuer sind. Aber woher kommen diese Kosten eigentlich und wie viel ist das Ganze überhaupt? Und warum war das jetzt in meinem Fall tatsächlich etwas günstiger, weil ich Ausländer bin? Jo Leute, steigen wir einfach direkt ein in die Kosten. Was kostet der Abschluss eines Mietvertrags in Japan? Wie ihr wahrscheinlich wisst, bin ich hier gerade in die neue Wohnung eingezogen. Ich bin super happy, alles gut geklappt. Und für den Abschluss dieses Mietvertrags hier musste ich eben eine Stange Geld hinlegen. Ich kann euch jetzt leider nicht 100% im Detail komplett hier aufschlüsseln, was für Kosten ich alles hatte, aber wir gehen mal der Einfachheit halber von einem Beispiel aus, an dem ich das heute euch alles erklären möchte. Und zwar stellen wir uns einfach mal vor, dass die Monatsmiete 1000 Euro sei, denn damit lässt sich auch ganz gut rechnen und dann bekommt ihr auch eine gute Vorstellung, was das Ganze kostet. So, ihr seht hier in meiner Rechnung, in meiner Liste direkt als erstes oben, Yachin, das ist die Miete. Und da seht ihr hier Nigatsubun und Sangatsubun, also quasi den Anteil für Februar und März. Ich bin hier eingezogen, ne, Februar 2023, und da seht ihr hier direkt mal zwei Monatsmieten aufgeschlüsselt. Hier steht noch Hiwari neben dem Nigatsu, neben dem Februar, dazu kommen wir gleich. Und zwar, im Prinzip müsst ihr erstmal zwei Monatsmieten auf einmal bezahlen. Der März wird komplett bezahlt, also der Folgemonat, und jetzt der erste Monat, in dem ich einziehe, also der Februar, der wird anteilsmäßig bezahlt, abhängig von quasi der Anzahl der Tage im Februar, in denen ich die Wohnung schon nutze. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, der Februar hat 28 Tage, sagen wir mal, ihr bezieht die Wohnung ab der zweiten Hälfte, das heißt, die ersten 14 Tage lasst ihr weg, ne? Der Mietvertrag beginnt ab dem 15. und dann habt ihr die zweite Hälfte, die verbleibenden 14 Tage des Februars, in denen ihr die Wohnung nutzt. Dann würdet ihr 14 von 28, also die Hälfte der Tage des Monats nutzen, also macht das dann bei einer Miete von 1000 Euro, wären das 500 Euro. Sprich, kommen wir zurück hier zur Rechnung. Ihr bezahlt also den Anteil des ersten Monats, abhängig davon, wie lange ihr den ersten Monat die Wohnung schon nutzt, und dann den zweiten Monat komplett. Wir gehen jetzt mal der Einfachheit halber davon aus, dass ich am Anfang des Februars eingezogen bin, denn es war auch tatsächlich relativ zu Anfang des Monats, dass der Mietvertrag begann. Das macht die Rechnung ein bisschen einfacher. Also stellen wir uns einfach vor, Februar hätte ich auch komplett bezahlt. Na, also erstmal zwei komplette Monatsmieten quasi. Als nächstes hier in der Liste seht ihr dann die Kyoeki-Hi, das wird auch häufig als Kandi-Hi bezeichnet. Das sind die Gemeinkosten oder die Verwaltungskosten. Das sind einfach so Kosten, die jeder hier im Gebäude quasi abtritt für die Verwaltung, für die Instandhaltung des Gebäudes. Sei es, wenn irgendwas mal am Gebäude gemacht werden muss oder fürs Putzen der gemeinschaftlichen Bereiche oder den Müll und weiß der Geier, ne? Das sind einfach so Gemeinschaftsnebenkosten, die quasi entstehen. Das hängt immer sehr vom Gebäude ab, das können mal 100 Euro oder mehr sein, das kann auch mal weniger sein, sei es ein Fuffi, sei es ein Huni, bei mir ist es irgendwo so dazwischen. Das heißt, wieder hier das gleiche Spiel für die zwei Monate, ne, Februar, März, ungefähr etwas weniger als ein Huni pro Monat, also sind wir mal bei 100, 200 Euro hier an der Stelle. Ich lasse das jetzt mal in der Gesamtrechnung, in der Beispielrechnung weg, weil das weniger ist, deutlich weniger ist als die Miete, ne, aber da kommt auch nochmal was hinzu. Als drittes haben wir dann hier in der Liste Chūrinjō, das ist quasi der Fahrradabstellplatz. Hier in dem Gebäude ist es jetzt so, die haben einen gescheiten, abgeschlossenen, überdachten Fahrradabstellplatz, wo ich mein Fahrrad hinstellen kann. Das heißt, ich muss es nicht mehr im Raum stehen haben, sondern kann diesen Fahrradplatz nutzen. Dafür zahle ich im Monat 500 Yen bzw. nach Steuern 550 Yen, das sind irgendwie so an die 4 Euro in etwa. Na, und auch hier wieder gleiches Spiel, für den März komplett und für den Februar dann eben den Anteil. Als nächstes kommen wir dann zu meinen zwei Lieblingseinträgen hier in der Liste auf der Rechnung. Das sind Shikikin und Reikin. Und das sind vor allem die Sachen, die es so teuer machen. Fangen wir erstmal an mit Shikikin, das ist die Kaution. Ihr bezahlt eine Kaution in der Regel in der Höhe einer Monatsmiete. Das heißt, hier kommt einfach mal eine dritte Monatsmiete hinzu und damit sind wir schon zack bei über drei Monatsmieten. Bei der Kaution ist es so, dass ihr, wenn ihr auszieht aus der Wohnung, in der Regel die Hälfte zurückbekommt. Und die andere Hälfte wird dann einbehalten, um hier die Wohnung irgendwie wieder zu putzen und Instand zu bringen. Das war bei meiner alten Wohnung jetzt auch so, wo ich aus der alten Wohnung ausgezogen bin und da die Schlüssel abgegeben habe, da hat der Herr mir auch erklärt, wie viel Geld wieder zurückkommt von der Kaution und das ist eben eine halbe Monatsmiete, die andere Hälfte geht für die Reinigung drauf. Falls ihr jetzt irgendwie Schäden an der Wohnung hinterlassen solltet oder ihr macht Nägel und Reißzwecken in die Wände, was man in Japan in der Regel nicht darf, wenn so Schäden ausgebessert werden müssen, dann kann es sein, dass ihr noch weniger von der Kaution zurückbekommt oder auch gar nichts von der Kaution zurückbekommt, aber in der Regel könnt ihr davon ausgehen, ungefähr die Hälfte kommt zurück, wenn ihr die Wohnung gescheit benutzt habt.
So, und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingseintrag, nicht in dieser Rechnungsliste. Das hier wäre Regen, das ist das Geldgeschenk auf Deutsch übersetzt. Das ist auch wieder eine Monatsmiete komplett, womit wir jetzt an dieser Stelle schon bei 4 Monatsmieten sind. Und Regen, Geldgeschenk, was bedeutet das? Das habt ihr in der Regel bei japanischen Wohnungen. Wenn ihr Glück habt, fällt das auch weg, aber das können dann auch mal bis zu 2 Monatsmieten sein, wenn ihr Pech habt. Aber so eine Monatsmiete für Regen ist üblich. Ich habe mal ein bisschen versucht zu recherchieren, woher das kommt oder was das für eine Bedeutung hat. Und ich lese euch jetzt einfach mal vor, was ich auf Wikipedia gefunden habe. Wikipedia beschreibt hier, was häufig so als Bedeutung quasi dieses Reikin angegeben wird. Daisho teki na mono o ageru to, chintai shaku keiyaku teikitsu e no share, chinryo no maiwarai, taikyo gou no kushitsu kikan ni chinryo ga eranenai koto e no hoshou, shizen sonkou ni kansuru genjou kaifuku hiyou, nado ga aru. Das heißt jetzt auf Deutsch übersetzt so viel wie quasi als Bedeutung werden häufig angeführt, ne, für das Reikin, für das Geldgeschenk. Erstmal quasi eine Belohnung, ein Dank für den Abschluss des Mietvertrags. Dann Vorauszahlung der Miete, das verstehe ich an dieser Stelle nicht so ganz, aber gut, gehen wir weiter. Dann quasi als Kompensation für die leerstehende Wohnung, nachdem man ausgezogen ist. Denn es ist ja meistens so, wenn ihr auszieht, dann bleibt die Wohnung für eine Weile leer und in dieser leeren Zeit, wo die Wohnung leer steht, bekommt man natürlich keine Miete als Vermieter und quasi als Kompensation für diese leerstehende Periode, nachdem man ausgezogen ist, bezahlt man quasi so ein Geldgeschenk, okay? Und viertens, dass quasi das Geld benutzt werden kann, um der natürlichen Abnutzung des Gebäudes entgegenzuwirken und quasi für Ausbesserungen, die in diesem Sinne erforderlich werden. Aber ist ja klar, so ein Haus wird älter, nutzt sich ab, da kommen dann Reparaturen, weiß der Geier, um für sowas halt auszubessern, dass dafür dann ein bisschen Geld zur Verfügung steht. Okay, kann man drüber denken, was man will, ist aber wie gesagt leider häufig üblich in Japan, dass so ein Geldgeschenk, so ein Reikin gezahlt werden muss bei Abschluss eines Mietvertrags. Die nächsten Kosten, das sind so weitere Kosten sozusagen, die jetzt hier spezifisch für meine Wohnung, für das Gebäude, für meinen Mietvertrag sind. Deswegen lasse ich die an dieser Stelle mal weg, aber so ein paar hundert Euro gehen da auch nochmal drauf. Dann gehen wir als nächstes weiter zur Hoshou Gaisha, das ist die Bürgschaftsfirma quasi. Und zwar ist es in der Regel in Japan so, dass wenn ihr einen Mietvertrag abschließt, dass ihr dann einen Bürgen braucht, der für euch bürgt. Wenn ihr zum Beispiel Japaner seid und ihr habt Familie in Japan, dann kann das vielleicht ein Familienangehöriger für euch übernehmen. Oder wenn das eben nicht der Fall ist und ihr keinen Bürgen habt oder vielleicht auch Ausländer seid und so, der gar keine Familie etc. in Japan hat, dann müsst ihr in der Regel eine Hoshou Gaisha, eine Bürgschaftsfirma, stattdessen beauftragen. Dann bezahlt ihr quasi Geld an die Bürgschaftsfirma und die bürgt dann für euch und somit habt ihr euren Bürgen. Jetzt gibt es auch den Fall, dass einige Makler in Japan von vornherein eine Bürgschaftsfirma erfordern. Egal ob ihr Japaner seid, egal ob ihr einen Bürgen habt oder nicht, ihr müsst immer diese Bürgschaftsfirma quasi dazwischen schalten. Und das ist jetzt auch in meinem Fall so hier bei dem Gebäude, bei der Wohnung. Da wird auf jeden Fall eine Bürgschaftsfirma erfordert, da könnt ihr auch Japaner sein, es wird keinen Unterschied machen. Es gibt einen kleinen Unterschied, aber da kommen wir gleich zu. Und ja, diese Hoshou Gaisha, diese Bürgschaftsfirma, das kann in der Regel auch, das können ein paar hundert Euro sein, das kann ein gewisser Prozentsatz von der Monatsmiete sein und das kann durchaus mal 50% der Monatsmiete, also eine halbe Monatsmiete sein. Wir gehen mal in diesem Fall ungefähr von einer halben Monatsmiete aus, das wären dann 500 Euro, womit wir jetzt an dieser Stelle schon bei einer Gesamtzahlung von 4,5 Monatsmieten sind. Wir sind aber noch nicht durch. Last but not least steht nämlich noch hier auf der Liste, ihr seht es hier, Chūkai Tesuryo, das ist die Vermittlungsgebühr. Denn in der Regel ist es ja auch so, ihr habt quasi einen Immobilienmakler, mit dem ihr in Kontakt steht, der euch eine Wohnung vermittelt. Und dann gibt es aber die letztendliche, ja quasi Immobilienfirma, also die Firma, die dann das Gebäude benutzt und verwaltet und bereitstellt. Und der Makler vermittelt euch ja quasi mit dem Vermieter sozusagen. Und dafür gibt es dann eben auch nochmal diese Vermittlungsgebühr als den Makler. Und Leute, Überraschung, diese Vermittlungsgebühr ist auch nochmal eine Monatsmiete, das ist leider auch üblich. Das heißt, hier kommt nochmal eine Monatsmiete drauf, womit wir jetzt in dieser Liste bei diesem Beispiel bei einer Summe von 5,5 Monatsmieten wären. Ne, bei einem Beispiel von 1000 Euro als Monatsmiete sind wir jetzt hier einfach mal auf einen Schlag bei einer Gesamtsumme von 5500 Euro. Ich komme gleich nochmal auf ein paar Details hier dieser Rechnung zurück und was ich noch hier nicht drin habe. Aber gehen wir erstmal weiter, denn ich hatte euch ja am Anfang erwähnt, dass es bei mir tatsächlich günstiger war, weil ich Ausländer bin. Was hat das zu bedeuten? Wo kommt das her? Was ist hier los? Und zwar die Hoshou Gaisha, die Bürgschaftsfirma, da hat sich jetzt etwas Interessantes ergeben. Und zwar, ne, ich habe am Anfang halt gesagt, yo, ich will die Wohnung, war im Kontakt mit meiner Immobilienmaklerin, habe mit der korrespondiert und dann hat sie das quasi alles in die Wege geleitet und du musst ja
dann deine ganzen Daten da eintragen und eingeben und dann haben die erstmal so einen Background-Check, ne, so eine Shinsa heißt es, und checken dann, ob du quasi würdig bist für die Wohnung etc. pp. Ne? So, und in diesem gesamten Prozess kontaktierte sie mich dann relativ am Anfang und meinte, ja hier, Herr Simba, wir haben festgestellt, die Hoshogeiter, die Bürgschaftsfirma, die wir in der Regel dazwischen schalten, die nimmt keine ausländischen Klienten sozusagen entgegen. Die macht das nur für Japaner. Das heißt, wir müssen da jetzt in ihrem Fall diese Hoshogeiter, diese Bürgschaftsfirma, austauschen gegen eine andere, die auch quasi mit Ausländern das gesamte Spiel macht. Für sie wird sich da am Ende nicht wirklich was ändern, aber ich brauchte einfach nur nochmal schnell ein Okay von Ihnen, dass da jetzt dieser Wechsel stattfindet. Und ich meine, klar, was willst du da sagen? Ich wusste auch sowieso nicht genau, was das alles bedeutet. Ich habe einfach gesagt, ja, okay, wenn das so ist, dann machen Sie mal. Sprich, ich habe jetzt eine andere Bürgschaftsfirma dazwischen geschaltet, als die Firma, die mein Makler halt normalerweise nutzen würde. Und dadurch hat sich jetzt durch einen glücklichen Zufall ergeben, dass diese ausgewechselte Bürgschaftsfirma jetzt ein bisschen günstiger ist, als die andere gewesen wäre. Denn ich glaube, die ursprüngliche Bürgschaftsfirma, die die benutzen, die ziehen so etwa 50% einer Monatsmiete ein. Aber jetzt die neue, da sind es irgendwie nur 40 oder paar 40%. Ich habe die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf. Aber das heißt, dadurch habe ich vielleicht einen Huni oder so gespart. Das ist jetzt natürlich auf die Gesamtrechnung von vielen tausend Euro jetzt kein Hardcore-Unterschied. Aber ich sage mal, ein Huni gespart, das nehme ich gerne. So Leute, kommen wir nochmal zurück darauf, was ich jetzt eigentlich bezahlt habe. Ich habe euch ja eben auch in der Liste beschrieben, da gibt es noch diese Verwaltungsgebühr und da gibt es noch weitere Gebühren, die jetzt in meinem Fall so extra quasi speziell hinzugekommen sind etc. pp. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich bezahlt? Und in meinem Fall waren es Gesamtkosten von 5,8 Monatsmieten auf einen Schlag. Das heißt, wenn jetzt hier die Miete 1000 Euro wäre, dann wären das einfach 5800 Euro, womit man quasi fast irgendwie ein halbes Jahr an Monatsmieten einfach auf einen Schlag bezahlen muss, nur für den Vertragsabschluss. Danach kommen natürlich noch ganz viele Kosten hinzu, die ihr braucht für den Umzug, für die Umzugsfirma. Vielleicht müsst ihr neue Möbel kaufen, vielleicht habt ihr Kosten für den Abschluss eines neuen Internetvertrags etc. pp. Also da kommt dann insgesamt natürlich eine ganze Menge an Geld zusammen. Bei mir persönlich, wie erwähnt, also der Faktor 5,8 ist korrekt. Ich musste 5,8 Monatsmieten auf einen Schlag bezahlen. Die 1000 Euro waren jetzt nur ein Beispiel. Was ich letztendlich bezahlt habe, ist tatsächlich nochmal mehr als das, was ich euch hier in dem Beispiel vorgerechnet habe, aber reden wir da einfach nicht drüber.